Der liebe Goethe würde sich im Grab umdrehen. Unsere Muttersprache geht immer noch vor die Hunde. Wir müssen durchritten. Es gibt eine Ergänzung zum Paragraphen 22 des Grundgesetzes. Sie lautet, die Sprache der Bundesrepublik ist Deutsch. Endlich etwas zu feiern. Also los, findet diese Sprachpanscher. Bring sie vor Gericht. Ja! Guten Tag, Radio Insider. Guten Tag. Und wir lernen unsere Neuberger Deutsch. Learning by doing, there's coaching from city sightseeing with shopping event. Ein Foul gegen Englisch. Die Volkshochschule ist wegen Sprachpanscherei angeklagt. Seid ihr auf Facebook? Nein, ich Instagram mich alles auf WhatsApp. Sag ihm, er soll die Bilder von der Party uploaden. Sag ihm auch, er soll seine Status updaten. Ja, er hat bestimmt einen Hangover. Hebe kann Englisch gesprochen. Ich kriegt es an der Bahn. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zum Mädchen-Zell. Die Mastras sind diese nice price jeans. Ein Foul gegen Englisch. Das Kaufhaus Kadaver ist wegen Sprachpanscherei angeklagt. So, wie ist Business bei euch? Prima, mein Boss ist zurzeit in Berlin. Er hat ein Meeting mit dem CEO. Toll, ich muss selbst einen Business-Trip machen. Ich fahre jetzt zum Airport. Hebe kann Englisch gesprochen. Ich kriegt es eine Warnung. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Dort drüben. Sie heißen jetzt McLean Hygiene Center. Vielen Dank. Ein Foul gegen Englisch. Die Deutsche Bundesbahn ist wegen Sprachpanscherei angeklagt. Angeklagt wegen Sprachpanscherei sind die Volkshochschule, das Kaufhaus KDW und die Deutsche Bundesbahn. Deutsch stirbt langsam aus und sie sind alle daran schuld. Aber, Frau Richter, heute kann man die deutsche Sprache nicht mehr schützen. Schon Goethe habe gesagt, man solle Fremdwörter hereinlassen, weil sie die deutsche Sprache bereichern. Selbst Goethe würde heute ein englisches Wörterbuch brauchen, um Deutsch überhaupt zu verstehen. Wir haben heute ein bisschen Deutsch gerettet. Also doch ein Happy End!